So, Hallihallöchen, meine Rennsportfans. Kaffee haben wir getrunken, die Glotze läuft weiter. Wir schauen uns gerade ein bisschen um in unserem Quartier. Sind jetzt unterwegs mit Ackermann. Was ich ein bisschen komisch finde. Weil ich würde doch lieber mit unserem Hauptcharakter spielen. Aber nun ja. Die denken sich, denke ich mal, schon irgendwie was dabei, die Story so durchzuziehen. Großer Preis von Bahrain, Kapitel 8. Oh, Graf ist schon echt geil. Hui. Ich verliere Grip. Verstanden. Du kannst nächste Runde reinkommen. Boxenstopp nächste Runde. Nein. Ich muss jetzt reinkommen. Es wird zu schlimm. Aiden kommt gleich rein. Halte noch eine Runde durch, Kaspar. Hat er nicht eine Runde weniger? Ja, andere Strategie. Hab ich nicht Vorrang? Der kommt an die Box. Bleib bitte draußen, Kaspar. Gut. Nein, ich bin hier nur am Rutschen. Ich komme rein. War wohl ziemlich dringend für irgendwas. Bleib bitte geduldig, Kaspar. Noch ein Platz eingebüßt. Und noch ein. Okay, los, los! Okay, das hätte besser laufen können. Versuch dir ein paar Plätze zurückzuholen, Kaspar. Schon dabei. Unser Ziel ist es. Platz 8, süß. Wow, so aber nicht. Ja, aber interessant, dass die Stallauto gesagt hat, fahr weiter, fahr weiter. Und da sind wir jetzt auch schon, dass er ganz klar benachteiligt wird. Als ehemalige Nummer 1. Aber ich glaube, das Thema ist vorbei. Ah, oh, zieh, 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 zieh. Ah, oh, Mensch. Arrrr. Alonso, geh endlich in Rente. Fünf Runden Zeit. Was soll ich denn den Rest machen? Ja, logisch, das ist einfach. Wir spielen ja auch auf einfach. Oder auf normal. Wow. Ackermann hat die schnellste Runde. Das ist seine Saison. Da ist der Sebastian. Achter. Sehr schön. Na, Tiffy, komm, gib mir da Windschatten. Danke. Oh, yeah. Jetzt ist der Vettel dran. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Wie die ganze Zeit. Ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn wir das Rennen verbocken. Das war jetzt keine Einladung, um das Rennen zu verbocken. Weil Ackermann ist ja auch jetzt schon einer der erfahreneren Fahrer hier. Und dementsprechend auch einer der älteren. Ja, weiß ich nicht. Warum ist denn Jackson so weit hinten? Verstehe ich nicht.
etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. So. Hoppala. Da haben wir den neuen Formel 1 Fahrer von Ferrari, Carlos Sainz. Wechselte ja die Saison rüber. Ich wäre bei McLaren geblieben. Ja, zieh mal ruhig rüber. Stroll ist auf 4. Gefällt mir gar nicht. Da müsste Vettel stehen. Hoppa. Entschuldigung, ich war mit beiden Reifen über die Linie. Ich denke mal, das Rennen gewinnen wir. Hamilton auf 3. Wie die Saison, er fängt an zu schwächeln. Schönes Aktualisierungsprogramm, dass sie das so gemacht haben. So. So, Stroll. Ich finde dich nicht toll. Kriege ich jetzt einen Motorplatz oder so? Nein. Interessant, die erste Saison geht es alles um Eden. Jetzt geht es um Ackermann. Und was dann? Oder Mitte der Saison darf ich mich entscheiden für einen Fahrer. Keine Ahnung. Oder fahren wir immer noch Butler? I don't know. Ist mir wirklich ein Rätsel. Ich dachte, man ist auf einen Fahrer fokussiert. Wir sind jetzt in Runde 12 von Runde 14. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Vor einer Runde habe ich hier gesagt, wir gewinnen das Rennen. Wir haben noch 2 Runden. Boah, da muss ich ja jetzt fliegen. Ich komme aber auch nicht an das Gemisch ran. Warum ist Jackson so weit hinten? Das Gemisch mir irgendwie gegen den Strich. Unser einer fährt ja um Platz 4 mit. Da darf wieder jemand überrunden. Giovinazzi und Russell. Jetzt hat er natürlich bei der Überrundung einen gut gemacht, oder? Ne, hat er nicht. Stell mir gerade die Frage, wenn wir nach Haas gegangen, ob dann Schumi in die Formel 1 gekommen wäre. Oh, vorsichtig. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. So. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Das war ein Witz. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Podium ist nicht mehr drin. Fahren wir gemütlich zu Ende. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Man sieht auf dem rechten Reifen, Auto vor dir beträgt, da ist Gummi drauf. Ist ja cool, dass man das jetzt so sieht, wenn man abseits der Strecke fährt, dass man das aufsammelt. Ich probier's mal. Wollt ihr was aufsammeln? Irgendwie nicht. Wer weiß, was ich da auf dem Reifen hatte. Aber vierter Platz plus den Bonus der schnellsten Runde. Plus den kostenlosen Ausritt. Kriegt man hin. Ja, noch zwei, drei Runden weiter und wir hätten das Podium gekriegt. Aber schon wieder Bottas. Juhu, Feuerwerk. Naja. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Ein interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, aber kam trotzdem rein. Mit klarem Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich oft genug gegenseitig Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung. Klingt, als gibt er gleich wieder Stress. Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Glückwunsch zu diesem harten Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstopp-Strategie gegeben. Können Sie uns das erklären? So etwas passiert leider manchmal. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das war ein kalkuliertes Risiko. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Ich habe mich davon erholt und das Rennen beendet. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Ich will ganz ehrlich sein, denn das weiß eh schon jeder. Aiden und ich haben uns nie gut verstanden und das führt zu Spannungen. Aber wir sind auch Profis, deshalb werden unsere Leistungen davon nicht beeinträchtigt. Ich bin sicher, wir werden damit klarkommen. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden Sie dazu sagen? Deswegen braucht man sich keine Gedanken machen. Das war nur das Adrenalin. Wenn man mitten im Rennen ist, kann es schon mal mit einem durchgehen. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Wenn ich zu ausdrucksstark war, werden wir hinterher höchstens darüber lachen. Klasse, das war dann alles. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box. Sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk. Und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Der Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen Sie ihm dann mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Aber es geht dir doch nicht ums Geld.
Ich bin alt. Du bist nicht alt. Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du's denn? Bald. Okay. Und bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben. Und hey. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Ja, Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Musste das jetzt sein? Okay, seine letzte Saison. Gut, irgendwann ist mal Ende. Man weiß natürlich nicht, wie alt der Junge her ist, aber er ist wohl schon mittleren Alters. Denke mal, Mitte 30. Naja. Hoffen wir mal, dass wir noch eine gute Saison für ihn machen. Vielleicht gibt es dann noch eine dritte Saison, die wir spielen dürfen. Dass wir vielleicht am Ende noch ein neues Team bekommen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. In der nächsten Folge oder die Folgen danach erfahren wir mehr. Dranbleiben.